bisschen Tempo doch. Zugegeben, sie ist ein wenig abgegriffen. Diese Metaphorik erlaubt die Zeitmaschine davon. Und es ist 5:12 Uhr. Ja, dass der Planet bald nicht mehr bewohnbar sein wird und so weiter. Das ist bekannt, ist alles erforscht, verschriftlich, archiviert, abgespeichert, getwittert und mitlaut. Das Gemüt gewöhnt sich an die nebenmorsche Weihe, gewöhnt sich an alles. Ja, so ist es. Unser Gemüt gewöhnt sich an Krieg, an Kannibalismus, an Kampfdrohnen. Es gewöhnt sich, wenn es nur etwas eng wird, an das Ungeheuerlichste, das die Welt im Repertoire hat. Und veredelt namenloses Grauen. Behaglichem Ruseln. Aber was soll denn unser Angstgemüt auch ahnen mit allen Reportagen, Talkshows, Breaking News, Bosen, Ärger, Unschrecken, Köpfen, Schicksal, Wehr und Wut mit Ordnung, so bei dem Fuß, den die Wahrheiten sich richtig empfühlen. Aber darum sind sie hier, meine Damen und Herren, wieder von da. Betrogen und betrübt, verlogen und verdreht, versungen und vertanzt. Zu spät! Wir werden das nicht lösen. Es hat Haken, es hat Ösen. Es ist ein sehr spezieller Fall, so ist im Theater nun mal. Da kondensiert das Allgemeine zum Individuum. Das Allgemeine aber lautet, dass es ganz schön knifflig ist, die Welt zu verbessern. Da hilft der Fortschritt keineswegs. Und ist das Internet auch schnell? Das Land bleibt dennoch provinziell. Und wer die Technik treibt, macht sie Leute im Kopf nicht heller. Ein Volk von Selfies, postenden Kindern wird Tyrannen nicht verhindern. Da braucht Willenskraft und Strenge einer wachen Menschenmenge. Und weil die Internet unendlich schnell, die Welt bleibt danach ein Modell. Man sieht, du kriegst einen Schreck, die Welt ist viel mehr voller Dreck. Und darum dieser harte Schluss, wo bleibt nun der Genuss? Ist verloren schon die Wette, heiter sei die Operette. Dann schreibt ihnen der Komponist dieser Operette eine neue mit Happy End. Sie alle kriegen freien Eintritt. Hand drauf, Jack macht's möglich. Wir kommen auf sie zu. Wir wissen ja, dass sie heute hier waren.